Hi Leute, willkommen zurück zu Elden Ring und viele haben mich gefragt, was ist denn so der beste Kriegerbild oder worauf sollte ich meine Skillpunkte verteilen, wenn ich ein Krieger bzw. Nahkämpfer bin? Das gilt natürlich auch für einen Vagabund. Und ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer, relativ einfach, wie es der Krieger schon an sich sagt, hat der auf jeden Fall viel mit Stärke zu tun und Lebenskraft, weil er einfach ein Tank ist natürlich. Und deswegen sind Stärke und Lebenskraft die wichtigsten Sachen, die ihr da verteilen solltet. Ich kann euch jetzt gerade mal mein Skilltree zeigen. Ich habe das so gemacht, dass ich immer zwei auf Stärke mache und eins auf Lebenskraft. Immer so ein bisschen abwechselnd. Zwei Stärke, eins Lebenskraft und so weiter. Und das bringt euch auf jeden Fall schon relativ weit. Ihr könnt dann entsprechend euch gut ableveln. Habt doch bei dem Bissen nicht so arge Probleme, weil ihr dann relativ viel Damage reinhaut. Und ich zeige euch jetzt gerade mal bei mir, wie es aussieht mit Stufe. Ich weiß gar nicht, ich bin knapp vor 40, glaube ich. Da könnt ihr jetzt mal gucken, wie das bei mir geskillt ist quasi. Und so könnt ihr das auf jeden Fall auch machen, würde ich euch empfehlen. Und immer abwechselnd Stärke und Vitalität. Ich trage zum Beispiel auch immer einen Zweihänder, weil er einfach doppelten Schaden macht. Aber ich bin das auch gewohnt, mit der Rolle entsprechend auszuweichen von den anderen Souls-Teilen. Das ist natürlich die Frage, wie ihr das am besten macht. Wenn ihr jetzt noch einen Einhänder tragen wollt und ein Schild, könnt ihr das natürlich auch tun. Gar kein Problem. Und das schauen wir uns mal kurz die Skills an. So, Aufstufung können wir jetzt hier mal reingehen. Ja, Level 40 bin ich jetzt aktuell. Wie ihr seht, habe ich hier Stärke 32, Kraft 25. Das Rest habe ich komplett außen vor gelassen. Braucht man auch wirklich nicht für einen starken Krieger. Man könnte vielleicht später noch was auf Weisheit oder Glaube machen, eins von beiden, um vielleicht die Waffe zu verzaubern. Das ist aber am Anfang noch gar nicht so relevant. Was aber noch relevant ist, ist die Kondition, die euch natürlich Ausdauer gibt und auch vor allem die maximale Ausrüstungslast erhöht. Das ist immer so eine Sache, denn ihr wollt natürlich dick gepanzert sein und aber auch nicht zu langsam. Das heißt, wenn wir hier im Menü sind, im Inventar, in der Ausrüstung, da seht ihr hier rechts Ausrüstungsgewicht sozusagen, das ist jetzt 48,2 von 54,5, also eine große Last steht auch darunter. Das heißt, ihr könnt sehr lang nur rollen. Das bringt euch natürlich dann den Nachteil, dass ihr relativ langsam unterwegs seid und diese Rolle nur so machen könnt. Das ist fürs Ausweichen relativ schlecht. Bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zweihänder habe und ich kämpfe dann gegen Boss auch noch dazu, dann mache ich es meistens so, dass ich wirklich eine leichtere Rüstung und einen leichteren Helm anziehe, damit ich mindestens mal eine mittlere Ausrüstungslast habe und entsprechend dann auch ein bisschen schneller abrollen kann. Das ist einfach viel besser fürs Ausweichen und das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr jetzt im Bosskampf reingeht oder ja, ähnliche starke Gegner platt machen wollt. Und das ist eigentlich auch schon das, was ihr für den Krieger gemacht oder beziehungsweise für den Nahkämpfer auch Vagabund beachten solltet oder welche Skills ihr da benutzen solltet. Ich persönlich mag auch am meisten die Fähigkeit mit dem Doppelschlag. Ich habe jetzt hier mal die Fähigkeit mit dem Riesenschwert drin. Aber ich persönlich mag die Fähigkeit am meisten, mit der man so einen ja, geschwungenen Schlag macht. Ich zeige euch das hier jetzt gerne mal kurz. Da muss ich allerdings noch mal in die Tafelrunde gehen. So, und da könnt ihr ja immer die Fähigkeiten für euer Schwert wechseln. Ist auch ganz wichtig beim Krieger, dass ihr da immer die entsprechend guten Fähigkeiten dabei habt. Vor allem auch bei Bosskämpfen einfach mal ausprobieren, was dem Boss am meisten schadet. Manche sind dagegen Magie oder ähnliches anfällig oder auch gegen Hiebe, also physische Schaden. Und da solltet ihr auf jeden Fall mal gucken, welche Kriegsasche ihr da verwendet. Ich nehme jetzt hier am allerliebsten zum Beispiel die Wirbelschläge. Finde ich persönlich richtig gut, wenn man den auf schwer macht. Jetzt macht er auch schon ordentlich Schaden. Da hat jetzt schon über 220 Schaden. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Da packe ich dann die Waffe wieder in beide Hände. Ganz wichtig. Und dann gehen wir jetzt mal hier rein. Irgendwo ein Checkpoint, eigentlich egal welchen. Das ist wirklich meine Lieblingsfähigkeit sozusagen.
Ja, jetzt sind wir natürlich hier in der Höhle gereist, ein bisschen unglücklich gewesen. Ich weiß jetzt einfach nochmal hier vors Tor. Und das sind mehrere Schläge und das ist ganz nützlich beim Boss. Wenn ihr irgendwie hinter dem Boss gelangt, könnt ihr so wirklich richtig viel Schaden reinmachen. Ich zeige euch das jetzt mal hier an einem ganz normalen Gegner. Einfach wieder L2 gedrückt halten. Ah, okay. Der hat jetzt natürlich den Schlag unterbrochen, aber wenn ihr L2 gedrückt habt, könnt ihr hier einfach so die ganze Zeit reinhauen, bis oben der blaue Balken wegfällt. Das heißt, wenn ihr mal hinter jemanden seid und so in den Boss reinhaut, dann zieht das wirklich richtig viel ab und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Meine persönliche Lieblingsfähigkeit. Aber gut, das war's erstmal für den Krieger, für den Bild, für die Skillung. Und falls ihr dazu noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Macht's gut, Leute. Adios an dieser Stelle. Aber wenn ihr Bock habt, hinterlasst natürlich gerne mal ein Abo. Klickt auf die Glocke und dann verpasst ihr auch keine anderen Videos. Im Kanal gibt es natürlich noch einen Haufen Tipps und Tricks zu Elden Ring. Also haut mal rein, gell? Bis dann. Ciao, ciao.